Willkommen, NLV, mit dem neuen Samsung Serie 5 Ultrabook, also Tablet PC hier beim Intel-Stand. Das hier hat einen Intel Clever Tail Prozessor drin und damit läuft es dann natürlich länger wie sein Serie 7 Kollege, den wir hier links sehen, der gerade fotografiert wird von einem Kollegen. Schaut von außen genau gleich aus, eigentlich, wenn wir genau sind, und ansonsten haben wir hier auch die gleiche Dock. Und auch die gleichen Anschlüsse bis auf USB 3, denn hier haben wir nur USB 2.0 hinter der Klappe versteckt hier. Ansonsten auch Display Rotation Lock An- und Ausschalter, Kopfhöreranschluss sind alle hier oben verbaut. Ich schaue jetzt mal, dass meine Kamera hier auch drauf fokussiert, damit ihr auch gerade seht, worüber ich rede. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite noch Micro-SD-Kartenleser und SIM-Kartenleser. Wir haben auf der rechten Seite gar nichts und auf der anderen Seite haben wir hier allerdings noch ein Micro-HDMI, was ich sehr wichtig finde, damit man einfach Videos ausgeben kann, beziehungsweise das geht mittlerweile auch zur Überwachung. WLAN, aber ansonsten kriegt man das nicht hinein, und Lautstärke regeln können wir hier auch. Wir können es auch ganz einfach rausnehmen aus der Dock, wenn wir hier das runterdrücken und dann rausnehmen. Dann seht ihr, wir haben hier unten den Dock Connector, der nur so ganz kleine goldene Pünktchen hat, und ansonsten die Dock selber ist ein leichtes Teil, hat aber auch noch einen extra Akku drin, genauso wie beim Asus Transformer, und hat noch zwei USB-Anschlüsse. Das heißt, ihr habt insgesamt drei USB 2.0 Anschlüsse. Und die Docks sollten auch mit der Serie 7 kompatibel sein. Da hat, glaube ich, Samsung nichts Neues gebaut. Vor allem hier steht genau das gleiche Magnetic Keyboard unten dran, wie auch bei dem Series 7. Mein Name ist Beispiel gerade von der NLV. Das war das Samsung Serie 5 Tablet mit Keyboard im Hands-On vom IFA 2012. Bis zum nächsten Mal. Finanzen zu schaffen. It's a touchy question. And you know, I'm